Leute, grüßt euch zum neuen Video. Heute geht es um AGT. Das kommt von Pearl, wie ihr wisst. Heute soll es um zwei verschiedene Gravurstifte gehen. Jetzt werden einige sagen, nee, ich habe doch einen Feinbohrschleifer zu Hause. Ja, mag alles sein, aber diese Gravurstifte funktionieren schon ein bisschen anders und das zeige ich euch direkt nach dem Intro. Ja, gerade jetzt vor Ostern, da will man natürlich basteln, auch wenn man vielleicht keine Kinder hat, aber irgendwie persönliche Geschenke oder irgendetwas an den Mann bringen möchte. Und da bieten sich natürlich Gravurstifte für an. Wer keinen Laser zu Hause hat, der muss es halt dann manuell machen. Laser ist auch immer so eine Sache, das ist natürlich mit Geruchsbildung verbunden. Und ist natürlich auch wesentlich kostenintensiver und braucht natürlich auch eine Menge Platz. Da kann so ein kleiner Gravurstift natürlich Abhilfe schaffen, wenn ihr dennoch irgendetwas gravieren wollt, zum Beispiel Keramik oder Holzstücke oder vielleicht irgendwelche Kunststoffdinge oder Gläser oder. Das macht man also mit solchen Gravurstiften. Da könnt ihr dann den Namen zum Beispiel aufbringen oder auch irgendwelche Figuren. Könnt da was aufzeichnen. Es gibt zum Beispiel auch Schablonen gleich mit dabei, wie ihr seht. Zumindest ist das bei diesem großen Stift der Fall. Der große Stift hat eine Wolfram-Karbid-Spitze, ist also extrem hart. Dieser ist allerdings mit einem Kabel versehen und wird an der normalen Stromleitung angeschlossen. Ich habe eingangs schon erwähnt, es ist so, dass bei diesen Gravurstiften es anders ist als zum Beispiel bei Feinbohrschleifern. Die Feinbohrschleifer, Dremel und wie sie alle heißen, die drehen sich natürlich. Und gerade bei diesem speziellen Gravurstift ist es so mit Wolfram-Karbid-Spitze, dass dieser durch Vibrationen das Ganze ins Material reintreibt. Und die Vibrationstiefe oder die Vibrationsstärke könnt ihr über diesen Drehregler hier in verschiedenen Stufen dann abstufen. Wir werden das natürlich auch gleich alles mal ausprobieren. Grundsätzlich liegt eine solche Gravurmaschine auch ganz anders in der Hand als zum Beispiel ein Feinbohrschleifer. Wer sich vielleicht doch mehr an Feinbohrschleifern orientieren möchte, für den ist vielleicht dieses Gerät etwas. Ihr seht das hier schon, das ist dieser Burin Gravierstift. Dieser ist batteriebetrieben, das heißt, da ist eine kleine Batteriebox mit dabei. Da müsst ihr 4 AA-Zellen einlegen, das machen wir natürlich auch alles gleich. Dann geht das hier über so ein Kabel weiter und dann könnt ihr den wie so einen Stift halten. Der hat allerdings eine, ich zeige euch das mal, eine Diamantspitze, einen Diamantaufsatz vorne mit drauf. Und die gibt es natürlich auch als Ersatz. Ihr seht schon, ich habe hier einiges an Ersatz auch liegen. Ich weiß auch nicht, wie schnell die dann verschleißen, kommt natürlich so ein bisschen aufs Material an und wie stark ihr dann reindrückt etc. Also das muss man dann einfach sehen. Und die dreht sich dann tatsächlich und trägt dann wirklich auch das Material so ab, dass dieser kleine Diamantkopf da sich dann reinfräst, wie so ein kleiner Fräser, wie man das von einem Feinbohrschleifer her kennt. Grundsätzlich ist das Gerät natürlich wesentlich leiser als ein Feinbohrschleifer. Und das wiegt auch wirklich überhaupt nichts. Das ist einfach so, als wenn da nur eine Plastikhülle drumherum ist. Da ist ja dann auch keine Batterie drin und nichts. Und das habt ihr bei sonstigen Feinbohrschleifern eben nicht. Die sind dann in der Regel wesentlich schwerer. Diese Maschine, die wiegt etwas mehr, aber dadurch, dass sie diese spezielle Form hat, liegt sie natürlich auch sehr, sehr gut in der Hand. Und ihr seht schon, wie man da dann filigran mitschreiben kann. Ihr könnt euch das sicherlich vorstellen. Ich probiere das, wie gesagt, dann gleich nochmal aus. Und hinten ist dieser Ein- und Ausschalter drauf. Und an der Seite könnt ihr, wie gesagt, hier die Intensität so ein bisschen verstellen. Das muss man dann einfach ausprobieren, wie weit man da klarkommt. Auch hier gibt es natürlich Ersatzspitzen, aber sei gesagt, diese Wolfram-Karbid-Spitzen, die haben natürlich wirklich wenig Verschleiß. Ja, zu den Kosten kann man sagen, der kleine Gravierstift, der kostet um die 10 Euro und diese große Gravurmaschine ist auch nicht wirklich viel teurer. Die liegt so etwa bei 15 Euro. Ich verlinke euch beide Produkte unten in der Videobeschreibung. Dort könnt ihr euch dann den jeweils tagesaktuellen Preis abrufen. Ich verlinke euch natürlich auch das benötigte Zubehör dazu. Auch Akkus sind dabei etc. Und dann könnt ihr damit auf jeden Fall sofort loslegen. Schauen wir uns nochmal diese Schablonen an, die mit dabei sind. Da sind einmal Buchstaben mit drauf und Zahlen. Und dann haben wir hier noch so ein paar Symbole und Formen mit drauf. Und dadurch, dass diese Gravurmaschine eben nicht rotierend abträgt, ist das für diese Schablonen natürlich auch gar kein Problem, denn die werden dadurch natürlich nicht in Mitleidenschaft gezogen. Wenn ihr hier innen drinnen dann eben irgendwas aushämmert, so kann man sich das vorstellen, ganz viele kleine Schläge werden da produziert. Und dann kann man natürlich irgendwie mal außen auf die Schablone drauf treffen, aber grundsätzlich bewegt ihr euch ja, wie gesagt, hier im Inneren und das macht der Schablone dann nichts aus. Ihr habt noch die Möglichkeit, hier an der Seite so eine Ziernaht vielleicht zu ziehen oder eine Linie dann zu ziehen. Müsst ihr dann ausprobieren. Es gibt natürlich auch Schablonen, die weitaus mehr können. Wenn ich sowas auf Anhieb finde, werde ich euch das auch unten in der Videobeschreibung verlinken. Ich habe da schon mal solche Sets gesehen.
aber ob die jetzt noch online sind, wird sich dann zeigen. Also schaut mal in die Videobeschreibung, das lohnt sich dann auf jeden Fall. Jetzt wollen wir es mal ausprobieren. So, und da wollen wir als erstes mal den kleinen Stift hier ausprobieren mit der rotierenden Diamantspitze. Da müssen wir jetzt natürlich einmal Batterien einlegen. Wie ich schon gesagt habe, sind das 4 Stück AA-Zellen. Die kommen dann hier in diese Batteriebox mit rein. Jetzt muss man natürlich gucken, ob das aus ist. Nicht, dass der hier gleich über den Tisch tanzt. So, und hier habt ihr auch noch so einen kleinen Gürtelclip mit dran, dass ihr euch das zum Beispiel am Gürtel dann befestigen könnt. Dann kann die Box natürlich nicht so schnell runterfallen und ihr seid dann natürlich auch mobil, wenn ihr an verschiedenen Arbeitsplätzen dann vielleicht damit arbeiten möchtet. Probieren wir es mal einmal hier in so einer Fliese aus. Ihr hört, der gibt schon ganz schön Gas. Ihr könnt bei diesem Stift allerdings nicht die Geschwindigkeit noch irgendwie verstellen, wie das zum Beispiel bei einem Feinbohrschleifer der Fall wäre. Dafür ist er natürlich auch sehr, sehr günstig. So, ihr seht gerade, bei dieser Fliese ist es so, die ist sehr, sehr hart, hat eine gehärtete Oberfläche noch mit drauf und da müsst ihr dann wirklich schon ein bisschen mehr drücken. Man sieht es allerdings, wenn ich das hier so ein bisschen bewege. Ihr könnt das natürlich dann hinterher noch einfärben. Gerade wenn ihr durch die Lasur dann hier durch seid, dann habt ihr hier dieses Material und das könnt ihr natürlich dann auch irgendwie einfärben, zum Beispiel mit einem schwarzen Stift, dann wischt ihr einmal drüber und dann bleibt das in der Regel in diesem Material dann drin und außenrum könnt ihr das dann natürlich abwischen. Das gibt dann natürlich auch einen super Effekt. Also das wirklich sehr, sehr hartes Material, da ist der Stift natürlich dann auch am Limit. Probieren wir es jetzt hier mal in Siebdruckplatte aus, das sollte ein bisschen einfacher gehen. Und schreiben kann man auf jeden Fall mit dem Stift wirklich super. Und schaut euch das mal an, wie das aussieht. Das gibt natürlich dann auch einen schönen Effekt. So könnt ihr zum Beispiel Klingelschilder oder auch was für Weihnachten oder jetzt für Ostern dann auch gravieren. Vielleicht sogar auf eine Eierschale, wenn ihr da wirklich Gefühl drin habt, dass ihr da wirklich ganz filigran drauf arbeiten könnt. Gucken wir es uns nochmal in normalem Holz an. Belassen wir das mal bei diesen beiden Buchstaben. Das sieht so aus. Also in echt sieht das jetzt ein bisschen tiefer aus, als ihr das hier im Video vielleicht wahrnimmt. Das ist sehr schwer hier rüber zu bekommen, aber ich denke, man sieht, dass hier eine Vertiefung stattgefunden hat. Ich bin jetzt nicht der größte Handschriftkünstler, aber es gibt ja wirklich Leute, die wirklich super feine Schrift haben etc. Und wenn man sich dann ein bisschen mit diesen Geräten auseinandersetzt, dann kann man auch wirklich wunderbare Ergebnisse erzielen. Stellt euch das jetzt nochmal vor, mit so einem kleinen Gasbrenner das Ganze abzuflammen, dann werden die Vertiefungen natürlich anders herausgehoben als das restliche Holz und beim Abflammen stelle ich mir hier auch vor, da wirklich gute Ergebnisse zu erzielen. Probieren wir mal Glas aus. Also für Glas wirklich super. Das ist jetzt wirklich ein super Effekt, wenn ihr da irgendetwas drauf malt oder drauf zeichnet oder dann vielleicht den Namen des Beschenkten oder der Beschenkten dann drauf schreibt, dann kann ich mir gut vorstellen, dass das wirklich sehr, sehr gut ankommt. Das bekommt ihr mit einem Laser so tief auf jeden Fall nicht hin. So, dann fehlt natürlich noch Metall. Metall können wir uns auch nochmal angucken. Das funktioniert also auch sehr, sehr gut. Die Drehzahl bricht natürlich ein bisschen ein, je nachdem, wie stark ihr dann drückt. Schaut mal,
Man kann das auf jeden Fall sehr, sehr gut erkennen. Und wenn ihr dann natürlich daneben nochmal so ein bisschen zeichnet, also es muss ja nicht bei einer Strichstärke bleiben, sondern ihr könnt ja auch mehrmals drüber gehen und dann erstmal so einen Rahmen ausfüllen zum Beispiel und drinnen dann ausfüllen. Das würde dann natürlich auch nochmal einen ganz anderen Effekt geben. Also ihr könnt damit zum Beispiel Klingelschilder auch machen oder ähnliches. Das würde mir jetzt hierzu auch einfallen. Ja, jetzt wollen wir natürlich noch die Gravurmaschine ausprobieren. Die funktioniert wie gesagt anders. Die hämmert so ein bisschen hinein. Und damit könnt ihr dann noch ganz andere Effekte erzeugen als mit diesem anderen Stift. Probieren wir es mal aus in der kleinsten Stufe. Nehmen wir einfach mal hier unsere Siebdruckplatte wieder daher. Schaut mal, da bekommt ihr dann solche Effekte. Und das ist natürlich jetzt die kleinste Stufe gewesen. Wenn wir jetzt nochmal die größte Stufe wählen, dann bekommt ihr nochmal ganz andere Effekte. Da könnt ihr dann auch irgendwas mit ausfüllen, wie ihr seht. Also da haut er dann wirklich richtig tief rein. Und ihr habt gehört, der ist auf jeden Fall etwas lauter, der Stift. Probieren wir das doch jetzt nochmal hier mit der Schablone aus und im normalen Holz. Nehmen wir das mal so. Könnt ihr das erkennen? Einmal ein Dreieck und einmal einen Mond habe ich hier gemacht. Und wie gesagt, wenn ihr noch andere Schablonen nutzt, die vielleicht ein bisschen größer sind, dann könnt ihr da wirklich solche Vertiefungen dann mit erzeugen. Auf Metall funktioniert das auch. Glas und Keramik ist jetzt nicht ganz so das Steckenpferd von dieser Maschine. Da würde ich dann lieber zu dieser drehbaren Maschine tendieren, denn die kann natürlich das Material dann auch zerstören. Und wenn ihr da zu viel Power gebt, dann kann das natürlich sein, dass euch das Glas oder die Keramik dann bricht. Also das würde ich lieber auf solchen anderen Materialien dann ausprobieren. Nur schaut mal, da habt ihr hier so ein kleines Herzchen und das in wirklich kürzester Zeit und das sogar dann auch ausgefüllt. Wenn man sich da wirklich ein bisschen mehr Zeit nimmt und das Ganze dann etwas ordentlicher macht, dann kann man da wirklich super Ergebnisse erzielen. Ja, schreibt mir doch mal in die Kommentare, was ihr zu diesen beiden Gravurstiften hier denkt. Vielleicht hat der eine oder andere diesen gleichen Stift oder die gleiche Gravurmaschine schon daheim oder ein ähnliches Modell und kann davon berichten, was er damit schon alles so angestellt hat. Das ist natürlich auch mal super für die ganze Community, wenn ihr euch dann ein bisschen austauscht in den Kommentaren, was man mit verschiedenen Geräten auch alles so anstellen kann. Da kommen dann natürlich dann prima Ideen auch zustande. Wenn euch dieses Video Spaß gemacht hat, wenn es euch ein paar Fragen beantwortet hat oder euch auf eine Idee gebracht hat, lasst mir gerne einen Daumen hoch da, abonniert den Kanal, aktiviert das Glöckchen, nur so verpasst ihr nicht die nächsten Videos. Ich würde mich freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder mit dabei seid und sage bis dahin.